Jo Leute, was geht? Dimmel von der ist heute am Start, natürlich wieder mit dem Lappen am Prime. Was geht ab, Leute? Danke echt nochmal. Also ich fühle mich jedes Mal so fresh, wenn du mich so anmoderierst. Also, ja. Boah, richtig geil. Ich hoffe, du machst heute wieder ein Eigentor, dann fühle ich mich auch gut. Hättest du wohl gerne. Herzlich willkommen auf jeden Fall zu einem weiteren Part Rocket Style. Für die Leute, die es nicht kennen, ihr dürft hier aussuchen, wie unsere Fahrzeuge aussehen sollen. Dafür einfach Hashtag Rocket Style in die Kommentare. Einmal durch die Garage klicken und am besten so genau wie möglich aufschreiben, was wir ausrüsten sollen an Design, Reifen, Wheels. Ne, Moment, das sind Reifen. Ja. Ich bin raus. Alles und, klar. Und ja, auf jeden Fall schreibt es gerne unter das Video und vielleicht seid ihr im nächsten Video mit am Start. Das Ganze wird, wie gesagt, immer per Zufallsgenerator ausgewählt. Und wir haben natürlich auch heute wieder zwei Designs am Start. Und zwar nehmen wir da einmal für den Milf Hunter das Design von LR46XX11XX. Ja, dann würde ich mal sagen, sag mal an, was hat er alles geschrieben? Was gut, Hashtag Rocketstyle, ich wünsche mir Octane. Octana, habe ich. Aufkleber Dragonlord. Dragonlord, oh, wird schon schwieriger, aber habe ich auch noch. Alles klar. Hinweis, Farbe von oben links aus. Primär, blau 5 nach links. Ich glaube, er meint nach rechts. Ja, ich glaube, ja, stimmt. Warte mal. Wenn du da 5 nach links gehst, dann... Ja. Alles klar. Alles klar, okay. Sieht schon mal rein zufällig gut aus, also machen wir erstmal von links nach rechts. Also blau 5 nach links und rot 5 nach links, aber ich glaube, er meint rechts. Also hier auch 5 nach rechts. Ja, nach links geht ja auch gar nicht. Ich glaube, da hat... 1, 2, 3, 4, 5. Da hat er was verwechselt, aber kann passieren, kein Problem. So, sekundär blau, 6 nach rechts, 3 nach unten. 1, 2, 3. Okay. Und hier? Rot 6 nach rechts, 3 nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Jawohl. Alter, du gehst ab heute. So, wie gesagt, wenn euch das langweilt, wenn wir die Autos so designen, sagt das gerne. Andere sagen, lasst das drehen. Wir wollen das vielleicht manchmal nachmachen. Von daher, lasst gerne eure Meinung da. Und ich mach jetzt. Weiter. Ja, halt dein Maul. Ich möchte reden. Räder. Blau Lightning Wheels. Habe ich die? Weiß ich jetzt nicht. Ja, komm. Ja. Räder. Rot, Chakram, Rot. Rot, Chakram, Rot. Habe ich auch. Die seltensten von allen. Ja. Boost Trinity bei beiden Farben. Bei beiden? Na okay, von mir aus. Ich glaube, der müsste hier sein. Jawohl. Ich hab's drauf. Warte, er möchte diesmal darauf, wird's? Nice. Okay. Geist bei beiden Farben. Antenne keine. Okay, also ich finde, du musst das Design ja noch bewerten, hau mal raus. Okay, ich finde die Farbe einigermaßen okay, aber irgendwie harmoniert das gar nicht, nach meiner Meinung, mit diesem Geist vor allem. Du hast da so einen geilen Drachen, dann kommt da so ein Geist da drüber, der lächelt und seine Zunge da halb raushängen hat. Also nein, ich gebe also dem 6 Punkte. Und wenn ich mir das so angucke, das Rote finde ich richtig gut, mit dem Grün, obwohl Grün eigentlich nicht zu Rot passt. Aber das sieht geil aus. Ja. Das der Geist wirkt einfach wie so ein fliegendes, benutztes Kondom, das gefällt mir nicht. Ja, genau. Also, das Auto sehr geil, nur der Dachaussatz passt halt nicht. Also, ich würde auch sagen 6 Punkte, oder? Ja, bei beiden würde ich sagen 6 Punkte. Gut, auf jeden Fall würde ich sagen, wechseln wir mal zu meinem Design. Ja. Ich muss erstmal hier ein neues Set kreieren, du kannst es ja nicht. Ja, alles klar, so, danke. Lies mal vor. Ja, PSN ist Crafting Jojo 012. Das heißt Jojo. Ja, Jojo oder Jojo. Also er ist Jojo Gamer BO3. Auto ist Aftershock. Der will dich ficken. Hitbox gefickt 2.0. Für alle Leute, die mich kennen, ich bin der größte Aftershock-Fanboy weltweit. Kleber. Und das Ding heißt nicht umsonst Aftershock. Wenn man damit gespielt hat, ist man geschockt. Was willst du denn haben? Heatwave. Heatwave, nice. Okay. Oh, hast du schon. Blau, Zeile 6, das zweite. Also, er müsste das hier mal. Ja, und dann das zweite. Okay, gut. Rot, Zeile 6, das erste. Jo. Blau, Zeile 7, das erste. Bitte dann schreiben sekundär, weil sonst hat man echt keinen Plan. Ja. 6, 7, das erste, ne? Ja, genau. Und 4, das vierte. Richtig. So, das gefällt mir sehr gut, das Orange. Das Blau, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber was macht das Grün da? Das ist irgendwie nicht so meins. Machen wir einfach weiter. Reifen, Blau, Chakram. Okay, warte.
blaue Chakra zu blau. Und blau, rot Chakra, gelb. Gut, habe ich auch. Gut, Boost Dark Matter, blau Trinity. Warte mal, Trinity kann ich hier gleich holen. So, Dark Matter. Dark Matter. What's the matter? What's It's Dark Matter? Yeah, of course. Kein Aufsatz? Nö, musst du einfach weglassen, hat er nicht geschrieben. Okay, cool. Ja, wenn ich das Design erstmal so bewerten soll, an sich finde ich das gut, weil Heatwave sieht geil aus. Das gefällt mir sehr gut, weil das Gelb passt perfekt zu den safrangelben Chakrams. Rot sieht auch geil aus. Hier muss ich sagen, das Blau ist viel zu dunkel für die hellblauen Chakrams, das passt nicht. Ja. Und dieses komische Grün passt irgendwie überhaupt nicht dazu. Also ist einfach nur meine Meinung. 5 Punkte für Blau. Ich würde sagen, für Blau 4 Punkte und für Rot 7. Ja. Rot sieht geil aus. 6 Punkte für Rot. Gut, also dich fragt keiner, dann passt. Das sind auf jeden Fall die beiden Designs für heute. Dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut und sehen uns gleich im Gameplay. Nein! So, und damit ein herzliches Willkommen zur ersten Runde. Mal gucken, wie es läuft. Was meinst du, Lappen? Also ich bin auch sehr gespannt. Mit Aftershock spiele ich wirklich wie so ein Rookie. Ich kann damit gar nicht umgehen. Ich entschuldige mich einfach schon mal vorher. Ja, bei mir geht's auch so. Blechbüchse. Ich meine, ich konnte früher richtig gut mit meinem Octane, aber... Alter, das ist Octane, weißt du? Damit kann man einfach so gut spielen, wenn man möchte. Gut, kann man mit Aftershock auch. Kann man. Oh, warte. Hoch. Schöner Pass. Danke. Kann man eigentlich mit jedem Fahrzeug? Das ist halt nur immer so eine Sache. Ja, ich bin jetzt mittlerweile ja die anderen Autos wie, sag schon, Dominus GT und Breakout Type S gewohnt und die sind halt ein bisschen länglicher und deswegen die Hitbox vom Octane wirkt dann halt richtig wie ein Würfel, ne? Ja, das kenne ich. Ich habe zum Beispiel bei Aftershock das Problem, dass er mir vorne zu spitz ist. Ich treffe die Bälle damit so scheiße, wenn ich sie überhaupt treffe wie hier. Ja. Also ich kann es einfach nicht. Von daher, Entschuldigung geht raus, das wird wahrscheinlich echt... Einfach nur Gameplay, wo man sich einen ablachen kann, aber das schadet auch nicht. Ja, und wie ihr auch gerade gesehen habt, ich chill hier hinten mal so lange. Ja, mach das mal. Ich fliege hier auch oft dran vorbei, weil ich einfach eine ganz andere Länge gewohnt bin. Ja, ich bin auch eine ganz andere Länge gewohnt, das sage ich. Ich hätte ja jetzt einen dummen Spruch auf Lager, aber ich lasse es lieber, weil ich das jetzt... Konzentriere dich einfach auf deinen... Ja, genau. Ja, ich bringe ihn nochmal. Ja, nee, das kann ich jetzt nicht machen, aber... Aber das ist es ja auch, falls jetzt Leute sagen, boah, warum spielt ihr da mit den Autos? Das ist Rocket Style. Wir wollen hier mit Fahrzeugen spielen, die wir, ja, geile Sache, die wir sonst nie spielen würden, weil es einfach nicht zu uns passt. Das ist auch so ein bisschen mit die Herausforderung. Und weil wir echt immer geile, lustige, was weiß ich, für Designs von euch bekommen. Das gefällt mir daran. Deswegen finde ich dieses Projekt so geil. Das macht ja gerade so viel Spaß daran. Den hab ich gut gehalten und du sagst nichts dazu. Hast du schön gemacht. Hast du ganz schön. Also danke. Respekt danke, an dieser Stelle. Danke, geile Sache. Und das mit dem Octane, ne? Wohl mal gemerkt hier. Ja. stimmt. Ja, ich habe ein ganz anderes Auto und du lobst mich nicht. Ich bin raus. Okay. Spaß beiseite. Jetzt alles klar. Concentration hier, Mann. Das kann aber nicht sein hier. Nicht dein Ernst, oder? Alles klar. Doch, tut mir leid, Leute. Okay, alles klar. Soll ich für dich halten? Nee, warte, ich kläre das eben. Hallo? Ja? Ja? Nee, ist gerade schlecht. Tut mir leid. Das ist doch nicht dein Ernst. Kann ich dich später zurückrufen? Ja, ist jetzt... Wir sind hier gerade beschäftigt. Ich rufe später zurück, ja? Okay. Alles klar. Mach ich wirklich, ja? Okay, ciao. Alles klar, was? Tut mir leid, ich hatte Ton an. Ja, alles klar. Deswegen, weißt du, wenn ich meinen Ton hier jetzt nicht ausmachen würde, ne? Dann würdest du hier total rumflippen. Weißt ne? du, wie scheiße das jetzt ist? Ich meine, das ist nicht wirklich wichtig. Da ein Kollege von mir Geburtstag. Und wir wollten halt ins Kino gehen und er fragte, und darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Er weiß auch nicht, dass wir YouTube machen. Deswegen konnte ich ihm jetzt auch nicht erzählen, dass wir gerade aufnehmen. Hab ich. Weil er ist einer, der kann nichts für sich behalten. Alles klar, okay. Das heißt, erzähle ich ihm das. Findest du morgen vom Edeka einen Zettel, er macht YouTube. Alles klar, okay. Hey, jetzt mal Spaß beiseite. Tut mir echt leid. Ja, jetzt hör auf, dich zu entschuldigen. Wir haben nie was mitgekriegt. Ich hab immer mein Handy auf lautlos. Ja, immer. Merkt man. Ja. Merkt man. Das ich immer wenn du mir schreibst, kriege ich das nicht mit, weil ich auf lautlos bin. Das ist schlimm, ey. Deine Online-Zeiten, also echt, Leute. Seine Online-Zeiten. Er hat eine 400 fucking K-Leitung, ne? Und er kriegt es nicht geschissen, sein WLAN ständig on zu haben, beziehungsweise immer wieder mal auf WhatsApp zu gucken, wenn ich ihn schreibe. Das ist total nervig. Ja, es ist einfach so. Du bist der Typ, der zu mir kommt, um seine Apps zu aktualisieren. Das ist viel schlimmer. Meine Ex?
Deine Apps. Achso, meine Apps. Ich hab meine Apps verstanden. Meine Apps. Scheiße, Mann! Guter Schuss! Auf meine Ex-Aktualität! Oh! Oh! Okay, das musst du erst mal gucken. Okay, Leute, das tut uns leid. Das war ein bisschen bekloppt. Ja. Sorry. Also, wir spielen noch eine Runde, wir schneiden die Ladezeiten raus. Okay. So, weiter geht's. Zweite Runde, mal gucken. Wir haben gerade die ganze Zeit durchgelacht. Ja, das ist nicht mehr normal. Er wollte einfach mal seine Ex-Aktualität. Jetzt komm, wir haben uns gerade beruhigt. Ja. Jetzt machen wir es nicht noch schlimmer. Oh, sorry, ich hab dich gekriegt. Kein Problem. Okay. So, also hier gefällt mir das Design viel besser. Ja, also ich muss sagen, das Design hier in Rot gefällt mir auch besser. Warte, wie schon ich gesagt. Nehme den mit. Nee, mach das nicht. Und ich weiß nicht, der Geist, der ist einfach irgendwie fehl am Platz. Ja. Sorry, ich wollte ihn so cool bringen, weißt du? Ja, das, was du nicht bist, so versuchst du alles immer zu bringen, ich weiß. Ist einfach so, ich bin zu cool. Nein, ich hätte es nicht sagen sollen. Ja, ich hätte es nicht sagen Karma sollen. Und wow, wird oben erstmal in dem Chat gespammt. International Airlines Paranja. Hier, da sehen wir die, ich bin zu cool für diese Aktion. Ist einfach so. Oh, ich sage, ich darf nie irgendwie was über mich sagen. Auch wenn ich nur sage, boah, heute ist mein Tag, ich krieg sofort auf die Fresse. Ja. Das ist wirklich... Aber wenn du gesagt bekommst, beziehungsweise zu dir sagst, ich bin dumm oder hässlich, dann passiert irgendwie nie was. Tja. Jo. Warum? Ich diss mich jetzt einfach mal, damit es gleich läuft. Ja, genau. Das ist doch schlimm. Okay, ja. Okay, jetzt. Das hilft auch nicht. Ja, nee, irgendwie... Nee, jetzt mal Spaß beiseite, sorry. Aber ich kann mit Aftershock einfach nicht spielen. Nee, das ist jetzt hier auch mein Fehler. Was mache ich da eigentlich die ganze Zeit vorne? Ich bin zu ballgeil. Ich glaube, ich bleibe jetzt mal. Ich kann den Ball nicht treffen, weil ich wirklich... Ich komme mit der Hitbox nicht klar. Ich weiß einfach nicht, was ich da machen soll. Aber das ist einfach eine Herausforderung. Und die will ich schaffen. Ich will jetzt deswegen, ich versuche jetzt einfach alles. So, warte. Ich will jetzt einen Der Kaffee. Kommt wieder schön, der kommt schön. Ja. Komm, den hat er? Ja. Den hat er? Ja. Der geht so? Nee, der geht so. Natürlich. Okay. Schade, wäre noch cooler gewesen, wenn er ihn getroffen hätte, aber... Weil der Schuss an sich war eigentlich einfach Standard, aber wenn... Ja gut, ich glaube, er wollte einfach nur nicht abstürzen. Ja, naja, komm, wäre ein geiler Pass gewesen, ne? Hätte auch gut geschoben. Deswegen. Wie wäre es, wenn wir mein Karma testen? Ja. Ich sag, diese Runde kommt nicht mehr ein Ball durch. Okay, den hast du doch. Ich war jetzt kurz am überlegen, ob ich den durchlasse. Nein. Warte, den habe ich. Nein, er hat ihn nicht. Er ist zu schlecht. Fuck, warum immer so knapp? Immer so knapp? Du redest von knapp? Kennst du die Milf-Matrix nicht mehr? Für die Leute, die es nicht kennen, wenn ihr den Millimeter kennt und den noch eine Milliarde mal kleiner macht, das ist das, was er hat. Warte. Hast du? Nein, schade. Okay, jetzt stehe ich hier und... Das ist das Problem, was er hat, wenn er aufs Tor schießt. Das ist so knapp. Generell, auch wenn ich Pass geben möchte oder irgendwie mit Lappen am Prime oben in der Luft bin und versuche, so einen Volley abzustauben, beziehungsweise wenn er so einen geilen Pass macht, alles klar. Ich habe mich fürs Wohl der Gruppe geopfert. Ja. Weil ich konnte ihn da noch ablegen. Für Sparta! Ja, das hast du schön gemacht, muss ich sagen. Ich wollte ihn eigentlich nur abstauben, aber ich wurde zerstört. Ja, okay. Wenigstens Sicherheit geht vor, ich wollte, dass sie wirklich reingehen. Ja. Klingt glaubwürdig. Ja, so einigermaßen. So, warte, ich hol Boost. Ja, was soll ich hier jetzt machen? Und nimmst du ihn nochmal? Ja, der kommt ein bisschen scheiße. Ja, er kommt ja bestimmt wieder, siehst du, da hab ich ihn. Aber was mir gerade auffällt. Nee. Aftershock hatte doch, seitdem es ihn gab, diesen Sound, wo man wirklich dachte, Alter, jetzt kommt die Waschmaschine, weil er wirklich übers ganze Feld dieser Sound von einer Waschmaschine oder irgendwas anderes. Von diesem Airplane, diesem Flugzeug. Ja, das war auch kein Airplane, Alter, wenn das ein Airplane war. Ja, so ein Düsenflieger oder keine Ahnung, irgendwie so ein abgefuckter das Sound. Das war fürchterlich, was du hast da gehört hast. Du hast es auf jeden Fall wirklich übers ganze Feld nicht übertrieben gehört. Das war wirklich unnormal. Das war schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber... 2 vs 2 war das immer am schlimmsten, ne? Übers ganze Feld dieser Sound. Alter, wir saßen, was mache ich da? Wir saßen hier dann teilweise wirklich, haben uns angeschrien, ich gebe ihn nach vorne! Ja, ist so. Da konnte man auch nichts anderes machen, weil, naja, kommt, man der hat war sich nicht zu verstanden. Laut. Und wenn man dann noch ein Headset auf hat, ja, dann hast du die ganze Zeit diesen Sound. Das konntest du echt in die Tonne hauen. Da hat man doch keinen Bock mehr. Das Ach, wurde gefixt, ich höre es nämlich nicht. Ich krieg den nicht, war ja klar. Das wurde echt gefixt, weil... Das kommt auf einmal so leise rüber und hört sich auch gar nicht mehr so schlimm an. Ja, es hört sich vernünftig an, so wie der Sound von den anderen. Oh, schade. Nein, das kann doch nicht
Ich habe bei dir zugeguckt, das sah richtig schön aus. Scheiße, Mann, ich hasse es. Aber ich muss sagen, Aftershock gefällt mir langsam. Oh Gott. Er fängt an mir zu gefallen. Wer bist du und was hast du mit dem Lappen gemacht? Den darf ich nicht nehmen, warte. Okay, ich gehe jetzt hier. Moment, ich bleib mal kurz hier stehen. Ja, du bist willst am du, besten ich geh nach vorne? Ja, ich bleib im Tor. So, komm her. Ja, ich komm her. Und? Du doch nicht. Ja, was soll ich denn tun? Keine Ahnung. Du musst überhaupt nicht mit mir reden, Mann. Das war ein Selbstgespräch. Mami, er will nicht mit mir reden. Was ist das hier heute wieder für eine Runde? Naja, eine bekloppte wie immer. Langsam gefällt mir Aftershock. Halt die Schnauze. So, ich hab Boost. Wo hast du Boost? Warte mal. Mach du. Ich mach den, bring ihn dir rüber. Okay, warte, ich nehm. Okay. So, komm. Ja, okay, die Drehung Warte. Ja. Der schießt. Tja! Schön gemacht. Er lässt ihn einfach schießen. Der regt sich jetzt sicher bestimmt total auf. Du bist ein Arsch. Ich habe auf deinen Bildschirm geguckt und gesehen, dass da einer kommt. Dafür ist Blitzkrieg manchmal perfekt. Ja, das stimmt. Obwohl, wir wissen ja, ihr mögt es nicht sonderlich. Keine Sorge, es kommt jetzt nur noch sehr selten, weil Milf Hunter seine eigene PS4 hat. Ja, beziehungsweise demnächst wird der Milf Hunter sich ein Headset holen. Ey, das ist auch noch eine gute Idee. Habt ihr eine Idee für ein Headset? Ein gutes PS4-Headset. Was von der Soundqualität her richtig gut ist, beziehungsweise auch von der Audial-Ausführung richtig gut wäre. Also, was er sagen möchte, es darf kein Headset sein, wo man nur das hört. Das meine ich nicht, wo man das Spiel hört, was sich richtig geil anhört, sondern auch eins, wo sich die Sprachausgabe richtig geil anhört für die Videos. Ja. Habe ich. Damit schön. Ihr auch gut gemacht, richtig guter Schuss. Damit man auch in den Videos dann hört, ah, das ist der Milfhunter, ah, schöne Audioquali und ich. Verstehst du? Ja, weil genau. Es gibt Headsets, wie bei der Xbox, ist so ein Standard-Headset mit dabei. Das habe ich mal getestet und es war wirklich schlimm. Deswegen, falls ihr irgendein gutes PS4-Headset kennt, Preis egal, einfach mal in die Kommentare schreiben. Und wir gucken uns das dann gerne mal an, weil ich brauche auch noch eins. Wir haben zum Reden mit Leuten nämlich nur die PS4-Kamera. Und wie legendär die ist, das weiß man ja. Ja, leider. Oh, scheiße, da ist einer. Wo? So, warte. Was machst du? Warte, ich hab den. Okay, alles klar, gut. So, kann einer hinterher? Nö. Alles klar! Was? Hab ich das richtig gesehen? Das hast du richtig gesehen. Ja, was? Keine Ahnung, Mann, was ich ist kann, denn? Ich... Warte. Mein Artgenosse! Ich glaub's nicht! Diese scheiß Eigentor-Ultras, Alter. Wo packst du die immer aus? Das weiß ich! Diesmal bin ich es nicht, mein Artgenosse! Diesmal bin ich jetzt nicht derjenige, der im Party Eigentore schießt. Das machen die Gegner für mich! Ich hab das gesehen, ich wollte so sagen, kann einer hinterher? Weil der ging hoch. Warte, ich geb dir nochmal hoch. Nein, mach ich nicht. Nein, machst du nicht. Wollte ich gerade sagen. Wir verkaufen. Ja, und selber. Dann sehe ich auf einmal, dass der Ball reingeht. Ich dachte, wie? Ja. Oh, dann war das ein Eigentor. Warte, können wir nochmal... Okay, nee. Mach du. Ja, soll ich? Okay, dann versuche ich nochmal. Ich gehe mit, aber... Ja, ich glaube, er nimmt ihn. Ja, da komme ich nicht dran. Ja, nicht schlimm. Okay, gut, das war's auf jeden Fall heute mit Rocket Style. Sehr spezielle Runde. Sehr spezielle Runde. Wie gesagt, wenn ihr mit dem Headset irgendwas wisst, wir werden euch sehr dankbar. Lasst gerne eure Meinung, natürlich eure Designs für die nächste Folge da. Mit Hashtag Rocket Style natürlich. Ich bin jetzt der Feuerwehrmann, Alter. Also, wir bedanken uns fürs Zusehen. Lasst gerne Daumen nach oben da, wenn ihr Bock auf mehr habt. Haut rein und ciao. Macht's gut, Leute. Ciao.